Guten Morgen, da sind wir wieder zu Fallout Shelter in unserer Vault Nummer 910. Wir wieder spannende Aufgaben für uns. Hoffe ich doch. Sehr. Wir haben unsere Vault-Tech-Box. Sehr schön. Ja, unser Lagerplatz ist bald wieder voll. Und wir haben jemanden voll mit Charisma. Tauschen wir dann mit Luck. Mal. Tauschen mal schön. Kurz unsere Füllstände an. 33, 25. Dann produziert mal schön. So. Beide fleißig am Lernen. Wir schauen uns mal an, was wir für Missionen haben. Und zwar dritter Versuch, Schuss aus Tor. Mit unseren zwei Geistern, mit Begleitern und unseren komischen dreckigen Geist. Nennen wir ihn mal dreckigen Geist. Aber er mag es nicht so. Dritter Versuch, Schuss aus Tor. Befreie den Gefangenen. Den? Nur einen? Gucken wir uns nochmal umgucken. Zwei nach oben, zwei nach unten. Was uns hier so erwartet. Das sind doch fünf. Hier ein Schuss und tot. Okay, ein paar Kakerlaken. Alles gar kein Problem. Sehr schön. So kann es weitergehen. Gehen wir nach unten. Gehen zuerst in meinen Keller, dann nach oben. Aber hier. Du gehst zurück ins Training. Okay. Erstmal raus hier aus dem Raum. Das brauche ich alles gar nicht. Ja, aber die Kronen. Okay, gut. Das sind ein paar. Aber hier. Sternstunde für die Verteidigung. Nicht wirklich Sternstunde für euch. Meine Güte, ey, was soll ich mit den ganzen Stimpaks und Radteilchen oder RRD. RAD. Was kommt jetzt hier unten? Drei von den Dingen. Tung, 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 weg. Meine Güte, ey. Unglaublich. Okay, wir haben hier. Was? Ihr glaubt, ihr habt mich gefunden? Kann ich nicht glauben. Was los, Commissioner? Ist dir die Luft ausgegangen oder dein kleiner Supercup-Wettbewerb ist vorbei? Es ist vorbei, Commissioner. Es ist vorbei. Meine Playoff-Glückssträhne geht erst los und sie wird bis ins Finale reichen. Naja. Naja. Glaub, was du willst. Ja, so ein sexy Anzug. Ohne ein paar Kronen. Weiter geht das Erkunden. Oh. Hilfe! Diese Raider sind verrückt geworden. Die sind ganz besessen von einem Vorkriegssport, dem Kickern. Jedenfalls glaube ich, dass sie es so genannt haben. In der Nähe gibt es einen Vault, da bist du sicher. Danke sehr. Eine Box! Max! Da ist nichts mehr, ne?
Kriegen die das hin? Kriegen die das hin, dort hinzufahren? Bin sehr gespannt. Kriegen die das echt hin? Sie haben es hinbekommen. Unglaublich. Gucken wir, was uns hier noch so erwartet. Grünes Tier. Eine kleine Pistole. Klebeband. Erdstufe 11. Yeah. Ein Gewehr. Ja. Ich mache ja beinahe Schaden. Auto. Komm rum. Eine Lupe. Eine Lupe. Auch noch Lupe von denen. Oh, es verbrennt ihn. Doch. So. Schön heilen. Wir haben mehr als genug hier von allem. Ja, das war's hier auch schon. Zurück zum Vault. Aufgabe abgeschlossen. Wir haben Pamela Allen bekommen. Ist natürlich die Frage, ist Pamela schon direkt da? Kommt sie erst an, wenn unsere Jungs da sind? Da steht sie nicht. Lagerplatz ist voll. Mal reingucken. Boah, sind noch 25 Plätze drin, frei. Sammeln. So. Läuft ja. Läuft wirklich sehr, sehr gut. Alles. Mal schauen, wie das so weiterlaufen wird. So. Andere. Noch eine andere Mission, und zwar Filmnacht des Grauens. Ihm alleine mit seiner grauenvollen Spitzhacke. Filmnacht tötet den Raider-Anführer. So. Ich bin gespannt, wie das hier wieder funktionieren wird. Okay, er hier bringt wieder Zeugs ohne Ende mit. Sehr schön. Oh, hallo. Du schaffst es. Ach Gott. Okay, der Typ mit der Spitzhacke braucht definitiv eine andere Waffe. Deutlich was anderes her. Ist ja so nicht zu ertragen, diese Waffe. Der Hund rennt auch schon weg. Weg. Ist er. Das ist peinlich, ist es.
Mann, Mann, Mann. Da muss man definitiv was Besseres für ihn hinkriegen. Da haben wir nichts. Dort haben wir auch nichts. Dort haben wir jetzt zwei Raider. Sehr gut. Hol ordentlich aus, mach ordentlich Schaden. Zeig dem Frosch, zeig denen, wer hier der Haus im Chef ist. Chef im Haus, so rum. Heilen. Oh, ramm dein Pflock in die Frau. Vielleicht falsch an. Oh, Crit, 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 Crit. Und wie viel? Fünffach. Bam. Stimpack, paar Kronen. Mehr Kronen. Etwas um die 400. Stimpacks. Oh, drei Raider. Wow! Wow, das ging jetzt nix, mein Herr. Ging echt fix. Nicht schlecht. Zwei Schläge pro Person braucht er nur. Dann ist die Person Geschichte. Wenn die Person nicht vorher mit ihm Geschichte gemacht hat. Noch kriegt das gut hin. Und was gefunden? Nee. Wieder zwei. Ah, eine Kerze erst. Sehr schön. Ach Gott, das kann ja wieder ausarten. Und zweieinhalbfacher Schaden. Reicht. Nein! Naja, hat wieder volles Leben. Oder das eigentlich machen, wenn er woanders ist, weil damit kann man die auch wieder voll heilen. Oh Gott. Oh Gott. Drei von den Viechern. Was das? Vielleicht noch oben die Etage. Ach Gott. Noch ein bisschen. Ein klein wenig noch. Er hat's geschafft. Ich werde hier verrückt. Was ist denn das für eine Waffe? 17 bis 18. Direkt anziehen. Jetzt wird er nicht mehr so auf den Sack gehen, weil er jetzt ordentlich Schaden macht. Nein! Hau ab! Ah! Schieß nicht auf mich. Wieder ein paar Kronen. Ein Teddybär. Da ist der Chef. Eilen.
dahinter noch so zwei, drei Räume. Und 1,25-facher Schaden. Ah, super. Das ist ja mal der wunderbare Hit. So wenig Schaden muss man das mal hinkriegen. Abgeschlossen. Und wir haben dort einen legendären Clan. Eine blaue Waffe 13 bis 15. Den haben wir noch Kronen bekommen. Hier erwarten uns kleine Krabbler. Aber wir haben ja auch wieder Plus gemacht von den Dingern. Wir sind mit 12 gestartet, sind noch bei 15. Sehr, sehr schön. Wieder packt. Wow, 5300 Kronen. Ein Globi. Globuli. Okay, zwei Mädels. Lila-blau und grün-blau. Das X in den Augen ist so niedlich. Und krieg ich jetzt mal. Nee, krieg ich nicht sonderlich viel mehr hin. Eine Kamera. Noch ein paar blaue Dinge. Jetzt dann. Schadenwaffe. Und noch eine Spartan. Aber doch ordentlich Zeug gesammelt. Und wir kehren zurück. So, was erwartet uns in unserer Vault? Er ist da in 3,5 Stunden. Stell dich nicht so an. Oh, Mr. Handy ist wieder da. Ein Mr. Handy ist wieder da. Yep, du darfst rein und direkt wieder raus. Jetzt hier einmal reingehen. Guten Tag sagen. Tür wieder öffnen. Und wieder gehen. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal, Mr. Handy. Natürlich kommt genau jetzt ein Todeskrallenangriff. So, wenn ich den beiden Räumen da oben deutlich mehr Power gebe. Deutlich mehr Schusskraft. Sieben.
Nummer 7. Schaden. Hier 7 bis 9. So. Dann heilen die noch voll und dann. Fast voll. Sehr, sehr gut ausgestattet. Gerade oben unsere erste Angriffsreihe. Wenn wir da in Zukunft wieder angreifen, das wird echt schwierig für euch. Und ich sage mal, auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.